Höret, was ich zu sagen habe. Es ist sehr wichtig. Keine Frage. Wir laden ein zu wilden Porteleien. Ganz zwischen euch und uns zweien. Wolltest du darauf hinaus? Genau, ich überlege gerade, fällt mir noch was ein? Ich muss gucken, die Zweie, das sind das gerahmte Schnitzel und der andere, das ist der mit dem kleinen Zipfel. So, reicht jetzt auch. So, wir spielen Portal. Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Ja, wir spielen Portal. Boutons, Elevateurs and go. Go oder goo oder... Wie auch immer, man. Wir sind uns nicht so richtig im Klaren darüber, was Goo eigentlich ist. Es ist diese Wabbelpampe. Also orange, weiß und blau gibt es die ja in... Wie hast du mich genannt? Wabbelpampe. Achso. Es kann natürlich sein, dass das die Gele sind, die hier durch die Gegend gegelt werden. Aber wir wissen es nicht genau. Aber man kann auf dem kleinen Bild schon sehr viele von diesen Spendern sehen. Richtig. Ja. Und deswegen wollen wir euch Unterhaltung spenden. Und ihr uns hinterher hoffentlich auch Applaus. Das wäre sehr schön. Das würde mir sehr viel bedeuten. Sag mal, hast du bei dir eigentlich den Ersteller der Map da zu stehen? Weil bei mir steht da gar nichts. Bei mir auch nicht. Bei mir ist nur dieses lustige Männchen. Dieser Koch. Ja. Oder was das da ist. Ja. Wahrscheinlich wurde die Karte von einem Unsichtbaren erstellt. Deswegen sieht man ihn da nicht. Klingt einleuchtend. Schmeißen wir uns doch einfach mal in eine unsichtbare Map. Ah. Oh. Pump. Hallo. 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 Mittlerweile gehen mir auch die Geräusche aus, die man hier so machen könnte, wenn man... Ja, ich meine, das wäre ja ein unfassbar groß und reichhaltiges Sortiment, was wir hier aufbringen müssten. Da hast du vollkommen recht. Und letztendlich hat ja bestimmt nicht jeder jede Folge gesehen, bis auf ein paar eiserne Gestalten. Freaks. Ja, so kann man es auch nennen. Und deswegen können wir auch Sachen mal recyceln. Ich mag Freaks. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja so, wie man das öfter halt tut. Es so. Ist, wir sind eben umweltbewusst hier in die... Das Umwelt... Ach so. Engelsgestalt, oh. Hui. Hui. Fump. Hallo. Gut. Ich würde sagen, haben wir die albernen 5 Minuten auch durchgekriegt, schon in einer Minute. Einmal konzentriert das Ganze, genau. Raphael, wa? Oder Sip. Raphael. Hallo, ich bin Raphael. Das klang gerade ein bisschen so. So, hier kann man bestimmt, das sieht aber hübsch aus, also sieht sehr technisch aus. Ja, das finde ich auch. Ja, ich bin ein wenig beeindruckt. Es erinnert mich ein wenig an... Möchtest du diese Fläche hochfahren? Das möchte ich. So tue er dies. Ich bin weg. Das ging aber schnell. Ja, tschüss. Oh, ein Punkt, ein Mond, ein X und ein Viereck. Ich hätte gerne... der Mond wäre ganz schnafte. Okay. Ja. Ich fahre. Jetzt ich hätte... Das Viereck wäre ganz gut, aber wahrscheinlich musst du dann dich entixen. Genau. Dann geh nochmal runter. Das ja, das ist gar nicht so blöd gemacht. Plump. Und stopp. Wunderbar. Und Mond. Oh. So. So, was oder haben wir denn da hinten? Den Punkt. Den Punkt. Wobei, doch, ist gut. Nein, verdammt. Nein. Stopp! Und nochmal das Quadrat. Ich will nicht, dass du über Liebe singst. So. Warum nicht? Nochmal hochpunktieren. Gibt es in deinem Leben zu viel Liebe oder was? Ja, das ist echt ein Problem. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Es stapelt sich hier schon kistenweise. So, stopp! Spring! Nein! Du willst mich nur ärgern! Nee, ich lass jetzt immer weiterfahren. Okay. Oh, ja, das meine ich ja mit ärgern. Oh, guck mal, ein Würfel. Oh! Ach, guck mal, ich habe so viel Liebe, das stapelt sich sogar in den Kisten hier, in den Würfeln. Das ist unfassbar. So. Ich, Problem ist, ja.
Ich hab's verstanden. Ja, ja. Wem ist noch nicht aufgefallen, ist, es ist keine Zuschauer-Map. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wa? Nee. Das stimmt. Wobei, sind wir nicht alle irgendwo Zuschauer? Wollte ich auch gerade sagen. Wir wissen ja nicht, für welches Spiel oder so, oder welches Video oder welches Leben eigentlich überhaupt. So, ich habe einen Würfel, ich kann aber nicht da rüber, ne? Ich kann... Ich glaube, du musst einfach wieder runter. Runner. Ich will aber auch nicht runner. Ich falle. Aua. Der Gunnar, der muss runter. So. Witzig. X, willst du hochfahren? Nee, mach du mal. Okay. Möge er sich stellen. Du. Ha, ja. Ho. Ja, hat super funktioniert. Da hinten ist noch so ein Ding. Wie wäre es denn damit? Tatsächlich. Du meinst, Raphael ist tatsächlich, würfaelig? Oh, ganz wunderschön daneben gestellt. Ja, das ist passiert. Ich freue mich. Ich weiß es nicht. What? Wie? Da hinten ist auf jeden Fall was aktiviert, aber ich. Nur ein was Teil. Bringt's? Wahrscheinlich können wir das dann umdrehen. Ich meine, wir können das ja auch nutzen, Oh, guck mal hier. Ich will nicht gucken. Ich will nicht, dass du mir was zeigst. Ja. Ah, guck mal. Oh, hier kann man sterben. Ja. Muss man aber nicht. Nee. Können wir den Laser? Der Laser muss umgedreht werden. Hier, guck. Was? Ja, ich gucke. Hallo. Ja. Das ist doch das Zeichen, was hier noch fehlt. Verlug. Neben dem. Yes. Jetzt ist er umgedreht. You are right. Echt? Nur okay. Von dem einen Ding? Achso, gut, der Würfel steht ja noch da drin. Das andere, genau. Was haben wir denn davon? Wir können ja nicht hier rein... Obwohl, wir können ihn hier reinbringen. Wen? Lärchen, die Pedor. Wen? Ach ja, na klar. Durch zwei Portale. Allerdings muss der eine Bringt dann da... Ja, allerdings muss der eine dann da bleiben. Wollen wir erstmal hier hoch? Genau. Also ich gehe hier hoch. Was du machst, ist, hier kann man sterben. Also machst nicht du das. Und das war's? Hier kann man runterfallen. Wahrscheinlich, wenn das da deaktiviert ist. Das ist naheliegend. Das, ja. Und rot. Da hier okay, kommt... Hier. Okay, ein Paris-Mar aus Paris kommt hier rein. Da muss der Würfel rein, der Laser rein. Wir können, aber den kriegen wir hier jetzt erstmal nicht. Wieso musste der rein? No, das sieht für mich aus wie ein Laser. Ja gut, das meinst du. Ich dachte, du meintest jetzt diese Gegend hier. Wo, wie kommen wir denn? Wir kommen dann, achso, mit dem Laser kommen wir an den Würfel ran. Okay. Alles klar. Richtig. Alles klar. Waren wir hier schon drin? Waren an der Müritz? Nein, waren wir hier nicht. Aber warum kann... Hä? Was ist denn... Das war ja genau da, wo wir wahrscheinlich gerade oben waren, ne? Wo ist er denn? Hier. Ach, da ist er. Hallo. Waren an der Müritz? Ja. Das ist aber ein sehr vergangenheitsbehafteter Ort. Ja, es gibt halt auch Werden sein an der Müritz. Es gibt sehr viele Orte mit seltsamen Namen. Ja. So, das ist aber, wenn wir da oben, dann, hä? Ne? Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Ich hab sie verstanden. Ja. Hier kann man ja keine Fläche umdrehen. Demnach brauchen Wieso wir das kann man Prisma das nicht? Hier draußen. Das ist keine Fläche, die umdrehbar ist, behaupte ich einfach mal, oder? Das sieht aber sehr flächig aus. Ja, aber die sehen alle genauso aus. Möchtest du... Wir kriegen ihn. Ja, alles klar. Ich verstehe. Ich hole mir den. Er versteht. Das Prismar hole ich mal raus. Ach, du kannst ihn ja einfach darunter. Genau. Ja. Ich habe mehr verstanden als du anscheinend. Also ohne dir jetzt was unterstellen zu wollen. Du hast es früher verstanden, aber nicht mehr. Ja, natürlich. Ich weiß, du brauchst deine Zeit. Jetzt kannst du es einfach hier links da so durchschieben, oder? Jetzt könnte ich theoretisch. Dahin. Da so. Error. Ich meine, aua. Es ist halt nicht in der gerade Weg. Naja, aber man muss ja nicht immer den geraden Weg gehen. Du bleibst einfach mal stehen, ne, oder? Ich mach gar nichts. Ach, das ist schön. Das kenne ich. Oh. Was passiert? Toll, jetzt haben wir einen Würfel, da wo wir nicht rankommen.
Wir können den Peter da jetzt rein. Du bist mir aber einer. Siehst du, diesmal war ich schneller. Oh, es ist so schön. Ist die richtige, nee, ist die falsche Richtung. Du musst dann da auf den Knopf drücken. Ja, stimmt. Ich muss jetzt hier erstmal durchkommen. Fump. Kanöpf. Kanöpf. Das ist ja hier Würf. Oh. So, vielen Dank. Das ist mir wieder ausgeschaltet. Ich bitte, muss hier gern wieder hoch. Wieder hoch. So. Und er wirft ihn. Mit den Würfel. Deswegen heißt er so. Eigentlich heißt das Ding ja Würfel. Nach, ja. Nach moderner Aussprache. Aber wir sind hier halt so Klassiker, ne? Deswegen passt das schon. Da müssen wir wahrscheinlich drei drin haben, ne? Ne, jetzt. Naja, ja, jetzt ich können mein, wir haben erstmal, wir, aua! Oh, Entschuldigung. Ich hab mich nur umgedreht. Ich merk's. Ich hab's nur knistern gehört. Ja, ja, das so. Magst du, ne? Ja. So. Ich mag, wenn's. Oh! Oh, ach, du stehst da sogar drauf. Tu es. Okay. Oh. Heißt, du musst auch hochkommen. Oh. Ja. Oh. Ich tue es. Oh. Hallo. Fump. Boing. Hallo. Der Schwung kommt noch gerade nach. Upp. So. Oh. Energieerhaltungsgesetz, ne? Ja, natürlich. Das kann ja nicht einfach weg sein. Das ist, nee. Das stößt sich dann immer ab. Kommen wir hier beide durch. Oh ja. Das klang eher wie ein Walross als Geschwindigkeit. Oh, so bringt's ich kann hier halt keine Portale hinmachen. Das heißt, es bringt tatsächlich nichts mehr hier unten. Hä? Moment. Ach doch. Hä? Ah. Ich verstehe es nicht. Aber es ist anscheinend nicht so wichtig. Auf mein Verständnis wird nicht gepocht. So, ich denke mal, das muss so sein, ne? Oh. Hä, hä, hä. Da unten ist Wasser. Ja, ich hab's. Ich wollte nur mal gucken, ob es auch Wasser ist. Ich denke mal, man kann jetzt ja da runterspringen quasi, ne? Es hätte ja auch was anderes sein können. Wir können jetzt zum Beispiel etwas zum Essen. Oh, verdammt. Oh Mann. Ich hab's gesehen. Hast du gar nicht. Hallo, das war eine visuelle Täuschung bei dir. Wie das kriegen kann wir gar nicht stimmen. So. Die liegt hier einfach rum. Aber trotzdem muss ich diesen Umweg gehen. Während das Bund des Würfels sich auf der Oberfläche des Glases zeigt. Das klingt wie ein Gedicht von Heinrich Heine. Ja, ich bin nicht so verheint, deswegen kann ich dir nichts zu sagen. Weil es gibt ja, Heinrich Heine war auch einer von den Typen, die man in der Schule durchgenommen hat, also die Gedichte. Herr Ribbeck von Ribbeck. Im Havelland, genau. War das der? Scheiße, ich muss sterben. Nee, musst du gar nicht. Muss ich gar nicht. Du kannst doch. Muss ich doch. Nein. Neun? Nein, es geht auch so. Zehn. Oh. Bam. Hi. Oh. Hallo. Guck mal. Ich bin eine Fliege, die zu schnell geflogen ist. Nee, verdammt, jetzt funktioniert es nicht mehr. Okay, der Witz, ich bin gerade an der Wand hängen geblieben, da war das lustig. Ach so. Nee. Hm. Du, wir müssen jetzt einem Portal... Verdammt, jetzt habe ich die lustige Stelle verpasst. Ist nicht so schlimm. Okay. Ich muss noch mal eben den Rest besoßen hier wahrscheinlich. Hast du da noch nicht alles besoßt? Na, am Ende ist noch so ein bisschen... Ist schlimm, wie man immer mit seiner Stimme hochpitcht. Ich würde vorschlagen, wir setzen eins da und eins da unten, weil dann können wir da reinrennen ins Gelbe und dann kommt, also bei dir ins Hellblau oder Dunkelblau, je nachdem, was du denn tust. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber ich würde es einfach mal so vorschlagen. Du meinst, wenn wir sterben, dann schon gemeinsam? Genau, Hand in Hand. Da müssen unsere Arme aber ziemlich nicht materiell sein. Ich werde es ein bisschen tiefer setzen, so müsste es passen. Okay. Machst du Timer? Jetzt ist kein Timer. Hallo? Ich wollte mich bei dir verabschieden. Ja, ich mach das auf meine Art. Es war schön, mit dir gedient zu haben. Ja. Mit dir nicht. Ja. Timer.
F. Du weißt noch, wie das geht, ne? Du spielst das hier ja auch schon zum zweiten Mal. Das war ja bisher alles eine Aufnahme. Oh, ich bin zu spät. Ich bin hängen geblieben. Sind wir gemeinsam gestorben? Nee, du bist nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Aber muss ich dich jetzt da wieder reinlassen oder wie ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich konnte ja auf meiner Seite da wieder einfach so rein, aber für dich musste ich ja mich auf das Knöpfchen stellen. Aufs Töpfchen setzen? Ja, aufs Knöpfchen. Stellen. Mit einem K und einem Knöpf. Knöpf. Gebt mir ein K. Ich bin auch echt zu doof, ey. Gebt mir einen Knöpf. Knöpf? Was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Kann man das essen? Das sieht sehr interessant aus, was du da machst. Ich bin auf LSD gerade. So. Das sind extrem Kniebeugen, was du gemacht hast gerade. Sah so aus. So, nee, ich komme hier nicht durch. Ja, zu spät, jetzt brauchst du auch nicht mehr nachdenken. Ich will dich ja nicht, ne? Und so. Das ist nett. Ja. Alles locker hier. Wie sagt man so schön, alles locker vom Hocker oder hektisch über den Ecktisch? Ja, kenne ich auch. Wie gab's doch so, ne? Ja, ja, das war damals. Damals, ne? Weißt du noch genau. 30 Jahre. Ah, das sieht ein bisschen pervers aus. So, und der fliegt auch noch. So, möchten wir nicht die Seiten tauschen? Ist mir egal, das ist ja alles das Gleiche. Ist jetzt zu spät. Es sei denn, wir sterben gleich nochmal. Ja, das wird höchstwahrscheinlich passieren. Nein, ach, hast du denn? Ich bin unten hängen geblieben, meine ich. Unten? Ich bin einfach weitergebrettert. Ich habe das Portal recht weit nach unten gemacht. Damit ich nicht an der Kante da hängen bleibe. Genau, so hatte ich es ja auch. Aber ich bin falls irgendwie hängen geblieben. Möglich. Aber. Mal gucken, vielleicht kriegst du ja jetzt hin. Ja, ich hoffe. Wer weiß. Jetzt rennen wir sogar mal gemeinsam, das war ja vorher nichts. Okay. Also es lag an mir, weil ich halt nicht aufgepasst habe. Und go! Hey. Möchtest du nochmal ins Wasser fallen? Ja, ich fand das geil. Ich hätte das gerne so nochmal machen. Knöpf. Oh, sogar zeitgleich. Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Ich wollte gerade schreien, aber. Ich hatte Mitleid. Ich wollte gerade springen, aber irgendwie. Ich merk's. Man darf da einfach nicht springen. Das ist einfach. Die Plattform ist fast schneller als man selber. Da. Oh. Ach, hier sind wir wieder. Ja. Hä? Piu. Hä? Moment. War hier nicht eben noch dieser riesige Aufbau rum? Hä? Ja, der ist. Nimm mal den Ball weg. Der ist. Ach, wie geil. Sieht hübsch aus. Finde ich auch. Alles nur, um so eine blöde Fläche hier hinzustellen. Ja. Also nicht blöd. Hallo. Verdammte Axt. Ich habe schon gesehen, was du wolltest. Du wolltest mich in deinen Armen auffangen. Genau, das wollte ich. Ja. Das war's schon. So, du gehst Mensch. Vor. Ja. So, du gehst vor. Ja. So, du gehst vor. Oh, okay. Ja. Das ist ein toller Vorgang hier. Ja, schön. Ich werde dich beseitigen. Piff. Sag mal, wie kannst du überhaupt noch was sehen, wenn du dein Auge hinten, vorne, oben, unten hast? Das übt sich einfach nur lang genug im Leben. Es geht. Bei mir ist ja auch in alle Richtungen jetzt. Ja. Pau. Und danach stehst du da, oh, Blinzel, oh, hab ich schön gemacht, oh, guck mich an. Ja, so als ob, man will dich auch so ein bisschen in den Arm nehmen jetzt gerade. Wie so eine kleine Ballerina, die gerade ihren ersten Auftritt vollbracht hat. Genau. Und die Eltern waren nicht da. Oh, das ist aber echt blöd, wenn man gerade eine tolle Aufführung hat. Wobei, ich war ja fast eher der Typ, der nicht wollte, dass mir bekannte Leute da dann sind. Ja, genau. Das ist bei mir recht ähnlich, ja. Also, wenn ich irgendwo auftrottete. Ja. Dann, am liebsten gar nichts vom Publikum sehen.
Ja. Das irritiert nur. Ja. Wobei, man freut sich natürlich auch, wenn bekannte Gesichter sind, aber man fühlt sich dann so beobachtet. Und das Tolle ist, man kriegt halt hinterher auch dann die Kritik an den Latz geknallt. Ja, das weiß ich noch damals, als ich immer Ausdruckstanz auf der Bühne gemacht habe. Ja, ja. Das waren schwere Zeiten für mich. Ach, du warst das? Oh, da muss ich dir noch einiges erzählen gleich. Ach du, okay. Was mir damals aufgefallen ist, also deine Choreography hat mir nicht so wirklich gefallen. Das ist ja auch, da gibt es ja beim Ausdruckstanz gibt es ja keine Choreografie, da tanzt man einfach ja, aber, was gerade so. Ja, aber wenn man schon keinen Ausdruck hat, dann soll man wenigstens tanzen können. So, das klären wir gleich, ne? Soll jetzt nicht vor all den Leuten sein. Hier spreche ich nicht mehr. Yes, endlich. So. So einfach geht das. Ja, schöne Map. Von 13 Abun war das. Ach, haben wir von der 13 Abun damals schon mal was von gemacht, von dem Kerl? Ja. Mir kam auch das Bild so bekannt vor. Ja, ja, ich habe aber gedacht, das wäre einfach irgendwie ein Standard von Portal. Hattest du was im Mund gerade? Ja, das waren, ab und zu wachsen mir mal die Brusthaare ins Gesicht. Ja, du spielst auch im Liegen, ne? So, ja, der 13er Buhn, das war doch der Schraubenschlüssel. So, aber das, okay, das klären wir später. So, vielen Dank und tschüss. Tschüss.